Das ist ja geil. Ich bin das letzte Mal, glaube ich, nicht da drüber gegangen, sondern einfach hier. Warte. Oh, warte mal, ich nehme Faser nehme ich mit, ne? Weil da haben wir ja genug hier. Ich nutze die Gelegenheit mal. So. Pilze. So. Pimmelschilze. Wir sollten vielleicht später überlegen, wer was trägt. Ja, absolut. Ja. Gut, ich kann dir ja zum Beispiel, wenn ich was sammle, kann ich das ja direkt rübergeben. Das ist ja auch nice eigentlich. Genau, genau, genau. So, hier kommen wir noch nicht lang, weil wir hier für den Enterhaken brauchen. Naja, danke für den Spoiler. Ups. So, oh. Ich meine, hier kommen wir noch nicht lang, weil... warum kommen wir denn hier nicht lang, Tobi? Warum brauchst du denn hier einen Enterhaken? Hä? Kommst du nicht einfach so hoch? Hä, was ist das denn hier vor meinen Füßen? Hä, warum blinkt das denn gelb, Tobi? Kannst du das erklären? Hä? Keine Ahnung. Oh. Oh, hä, was? Ein gefährlicher Abgrund? Du benötigst einen Greifhaken, um ihn zu überqueren. Steht doch da! Hab nicht gespoilert, steht da. Schweigen gehabt. Oh. Wir brauchen Greifhaken. Erik? Erst baut er sich im Kamin ein, dann versteckt er sich hier. Tobi, du bist ein Hasenfuß geworden. Scheiße. Da muss ich mich jetzt leider rausbauen, tut mir leid. Hallo. Ist das doof. Ist das doof. Warte mal, da drüben ist auch Miasma, da können wir mal reingehen. Wir haben schon wieder Stoff. Was passiert, wenn die Ziegen da reinjagen? Dann wären das bestimmt so riesige Ziegenmenschen. Eigentlich müssten die dann sterben irgendwann, ne? Warte mal, ich probiere mal was. Hex, Hex. Geil. Hast du irgendwie Mana oder sowas, was du dann verbrauchst? Hab ich gar nicht drauf geachtet, ich glaube nicht. Das macht aber nicht so unglaublich viel Damage. Ah, oh, da drüben ist noch einer und da ist wieder ein Buch. Oh, und hier geht's in eine Höhle. Oh, geil. Aber Vorsicht, da unten ist immer gemein. Manche sagen explodieren und alles greift dich an. Boah, geil. Ja. Warte mal, ich lese mal die Schriftrolle. Mhm. Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern, immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter, als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heulspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in ein leuchtendes Zeitalter geleiten. Gleitende. Gleitende? Ist nicht so gut gealtert? Nee. Oh. Das stimmt. Oh. Hallo? Hello. Hallo? So, jetzt sind wir allein. Warte mal. Wenn... Ist das? Nee, ne? Warum ist hier diese Tür? So. Ist das der Essen-Simulator oder was? Ruhrpott-Simulator. So. Aber das ist Schutt, das ist gar kein Eisen oder Stein oder sowas. Das ist Schutt. Genau. Ich glaube, aus Schutt kann man später noch Eisen gewinnen, oder? War mir nicht so, ich glaube. Okay. Also eigentlich nicht schlecht. Ich wäre jetzt aber schon bereit, eine schlechte Steam-Bewertung abzugeben, ne? Weil hier kein Geheimgang ist. Ja, das ist ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Also 2 Stunden noch, dann refund ich. So. Diese Leute bei Starfield, die so nach 150 Stunden, das Game macht einfach keinen Spaß. Ja, okay. Cool. Ja, da, ich verstehe. Hat halt ein bisschen gebraucht, Tobi. Das kann man nicht so. Ja, weiß man nicht so. Oh, warte mal. Vorsicht. Oh, Adobe Creative hat auch ein Update. Cool. Warte, ich mach mal diese Bomben hier weg. Oh, noch ein Buch. Das Miasma zieht herauf. Die Blauherrscher.
Die Blauhäher schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendetwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu. Er entspringt dem Abgrund wie eine Flutwelle. Sie nennen ihn das Miasma. Es bringt Krankheiten und Leid mit sich, verändert den Boden und die Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn verstehen. Aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben. Balthasar! Der Balti. Oh, wir haben Freunde da drüben. Der hat aber nicht viel zu tun gehabt, wenn er hier so viele Schriften niederlegen konnte, ne? Ja, der hat auf jeden Fall Tagebuch geführt. Ist da jemand? Oh. Ich weiß nicht. Nö. Ich mach mal Fackel an. Warte. Ah. Holzscheite. Und ein Fuchsschwanz. The light is shining so bright. Warte, ich nehme wieder alte Bücher mit. Ich weiß noch nicht genau, wofür die gut sind, aber... Ich würde die gern lesen. So. Moment. Tobi, Sekunde. 100 Jahre lagen die Bücher da einfach, weißt du? Ja, ja, aber die müssen auch konserviert werden. Die verrotten ja 100 doch. Jahre. Ja. Das stand auch 100 Jahre lang hier rum. Oh, wir brauchen einen Dietrich. Kannst du ihn mal anrufen? Dietrich, kommst du mal rüber? Dietrich kann heute nicht. Scheiße. Dietrich hat frei. Frag mal, ob Herr Lockpick Zeit hat. So. Sonst geht's hier nirgends. Ist hier nicht wieder so ein Geheimding? Nee. Warte mal, hinter dem. Das ist komisch irgendwie, ne? Kein Geheimding, okay. War auch wenig Loot, erstaunlich wenig Loot dafür, muss ich sagen. Ja, ein bisschen enttäuschend. Naja, gut, klar, ich meine, kann man machen. Traurig. Hier ist ein Schutthaufen. Hier ist ein Schutthaufen, den kann man mal. Das ist bestimmt ein Geheimraum. Ja, bestimmt. Kappa. So. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist wieder Feuerstein. Fred? Ja, werden wir bestimmt brauchen noch. Wir müssen Greifhaken bauen, Tobi. Ach, müssen wir den von der Mission her jetzt schon bauen? Oh, ich kann Dietrich herstellen. Oh. Mit Metallschrott. Tobi! Miau! Piu, komm mit! Miau! Wann ist die nochmal? Hier ist die Tür. Miau! Ja, yeah, schnell, wow! Oh. Hä? Bandage okay, und Pfeile, okay. Hast die Truhe zugemacht, die nicht aufgemacht? Während du mit dem Dietrich noch gefummelt hast, konnte ich die Tür aufmachen. Wie geil. So. Konntest du auch schon rausnehmen alles? Ja, theoretisch schon, aber ich dachte, ich bin mal nicht so... Was? Wer sind sie? Was haben sie mit Tobi gemacht? Nein, so bin ich nicht. Noch nicht. Noch ist das Spiel nicht so verrohen bei uns zweien. Das kommt alles das kommt noch, Tobi. Das kommt noch. Ja, klar. So. Was ist denn hier? Das sieht auch cool aus hier, oder? Mega. Glutwacht. Die haben für Enshrouded auch so einen richtig geilen Editor gemacht. Ich habe ein Video gesehen. Das ist so krass einfach. Dieser Welteditor, den die haben. Ach, hier waren wir schon. Erholsamer Schlaf, hier waren wir schon. Ach, den kann man, den lädt man quasi mit runter, ne? Das können, für die Modder haben die das auch so bereitgestellt, ne? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das kann sein. Ich meine schon, ich glaube irgendwas gelesen zu haben. Oder war das bei der GameStar? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand hatte irgendwie gemeint, dass das für die Mods, also fürs Modden zur Verfügung gestellt wurde. Voll geil. Oh, sie machen sehr viel richtig, ne? Ja, absolut. Ich höre doch hier hinter der Tür was. Hinter der Wand höre ich doch was. Geil, Feuerstein. Brauchen wir bestimmt später, wa? Mit Sicherheit. Oder hängen ja. Aber ganz schön viel. Entschuldigung, die Kameraführung. Warte, ich mach grad Fanservice. Ich glaube, ich habe so eine Latex-Unterhose. Will ich das sehen? Ja, ja, ja. Erik, das war aber, als wir angefangen haben, noch nicht aus Latex. So. Könnte auch meine Haut sein, wenn ich mir meine Rückenhaut so genau angucke. Was ist mit meiner Rückenhaut, sag mal? Hä? Okay. Was denn?
Oh, man kriegt für jedes Mal abbauen XP. Oh. Oh. Ja, dann ist der Berg gleich weg. Spannender wird's heute nicht mehr. So, ja. 70 Folgen später, endlich Level 3. Hm? Die Ausdauer geht sehr schnell leer. Das geht so nicht. Sag ich doch. So, mal gucken, wofür wir Feuerstein noch brauchen. Gut, hier ist also eine Mine. So. Geil. Oh, die Musik ist auch irgendwie geil. Bei mir ist gerade Höhlenmusik. Also ja, Höhlen. Ja, ja, bei mir auch so. Das klingt schon ziemlich cool. Hand aufs Herz. Ich hab keins. Auf mein Herz, Tobi, auf mein Herz. Ach, da ist das. So. Da, wo es posiert. Oh, hier kann man ja oben noch Lumm laufen. Oh, wir laufen mal Lumm hier. Ja, ah. Oh. Oh. Ja. Ach, wir waren hier vorhin und haben geguckt, ob hier irgendwo ein Geheimgang ist. Ah. Was ist das? Das ist das Haus. Ah. Da ist gerade eine Ratte rumgelaufen, glaube ich, die wollte uns holen. Oder irgendwas. Was? Das ist eine Riesenratte. Hm. Okay, Kletterhaken, ne? Und wieso ist denn da? Ist das einfach rausgebrochen? Achso. Ja, okay, gut. Das ist jetzt aber auch nichts hier, ne? Da sind auch Bandagen. Das hier ist nichts. Okay. Eine Kletterausrüstung oder Kletterhaken, wie auch immer. Müssen wir dafür wieder zurück oder können wir das auch so machen? Also ich finde die hier nicht bei Handwerk, ja. Tatsächlich. Dann lassen wir mal ganz kurz nach Hause gehen. Und mal kurz gucken, damit wir weiterkommen, ne? Oder? Oh, da ist die Ratte. Diese Ratte. So trinke ich mal Wasser auch immer. Bisschen am Brunnen rumfummeln. Ich kipp's von der linken Hand in die rechte. So. Oh, oh Gott. Hm? Ach, nichts. Ach, du liebe Zeit. Wer sind denn Sie? Nice, GG. Oh. Was ist das? Ja, aber geh mal zurück. Geh mal ein bisschen zurück. Ja. Ach, das sind diese Explodierdinger, was du gesagt hattest. Ja, genau, genau. Ist das widerlich. Ja. Oh, geil. Geiler Heiltrank, ciao. Kann man eigentlich... Oh, 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 oh. Fasern. Tobi, machst du hier irgendjemanden nach? Hä? Hä? Mein Kind kann nicht in die Schule, es hat Fasern. Oh Gott. Oh Gott, wieso lache ich überhaupt darüber? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau. Wir streamen doch erst 4 Stunden oder du fast 5. So groß kann die Verzweiflung doch noch gar nicht sein. So weit sind wir schon gekommen. So. Okay, dann lass mal kurz gucken. Herstellen, reparieren. Ich guck mal, ob wir uns die Dinger machen können oder was die kosten. Gleiter. Ne, Greifhaken brauchen wir, ne? Ja. Wir brauchen Mias Marschbohren. Habe ich. Aber ich habe nur, hab nur 15. Wir brauchen aber wir brauchen eigentlich 20. Bei Leichen zum Beispiel von diesen Viechern. Ah. Garn brauchen wir und Metallschrott brauchen wir auch. Ich glaube, können wir uns einen Ofen herstellen eigentlich? Oder kann ich... Hier ist nur Essen kochen, ne? Hier kann ich nichts eher... Okay, das ist nur Essen kochen. Halt! Soll ich dir mal meinen Garn geben? Gern? Gib mir gern den Garn. Feuerstellen ist nur die eine Feuerstelle. Stühle, Bänke, Lichtquellen. Wow, viele. Dankeschön. Türen, Fenster, Geschirr. Achso, ich fahre immer wieder auf ein Zäune. Oh Gott. Was denn? Erik fährt seit neuestem einen Faserati. Und Bibo hat drunter geschrieben und ich dachte einen Porsche Garnera. Hi.
Ist es schon so spät, ja? Junge. Ist es schon so spät? Ja, das war für heute der Stream. Ey, ist es schon so spät? Ach, du liebe Zeit. Ich hab mich besabbert, weil die Dose voller war, als ich dachte. Ich habe noch nichts getrunken heute. Ich hab mir Was hast du denn da zum Trinken? Ich wollte gerade die Cola absippen. Die war aber noch voll. Geil, Cola. Jetzt habe ich einen Cola-Bart. So. Nicht, dass du gleich noch Cola bierst. So. Ich bin ein Colabra. So. Oh Gott. Stauraum. Kleine Kiste. Nee, es fühlt sich nur so ein Phantom-Gefühl noch. Okay, ich tu mal den Shit wieder in die Kiste. Den überladenen. Wir gehen einfach los, oder? Ja, würde ich auch sagen. Müssen wir da jetzt hoch, oder? Nee, wir müssen nicht. Wir können auch erstmal die Brücke nehmen. Okay. Ich glaube, ich hatte damals, als ich die Demo gespielt habe, habe ich so lange gemacht, bis ich einen Haken hatte oder Greif hatte und bin dann einfach rübergeslidet. Aber ich habe mich ja unnötig lange aufgehalten, so wie wir gerade eigentlich. Cool. Das ist gut. Ja, ja. Sowas lieben die Leute. Absolut. Wenn man unnötig lange für Dinge braucht. So. Die Spinne ist übrigens weg. Ich weiß nicht, wo die ist. Die mutiert gerade hinter dir. Ich glaube, die ist jetzt bei Tobi. Da überlebt die aber nicht lange. Was ist denn das hier? Ach, ein Grenzstein. Grenzstein 4x, okay. Wir können auch hier über die Brücke, oder? Reise durch das Miasma ist eigentlich unten lang, ne? Guck mal hier eigentlich unten. Eigentlich ja. Hier wir unten. Sollen nämlich den schlafenden Überlebenden finden. Okay, na, ob der hier mal ist. Warte mal, hier liegt wieder ein Buch. Wir gucken mal. Ach so, eine Fackel. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Hauptmann Arkwright. Ich habe das Gefühl, der ist immer schlecht drauf, Tobi. Ja, der hat halt auch gar keinen Spaß am Leben, ne? Nee, also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Würd mir auch keine Freude machen, mit dem zu reisen. Nee. Richtiger, die Hölle vielleicht, ja. Richtiger Miesepeter. Bleibe auf dem Pfad, auf dass du nicht zur Brut des Miasma zum Opfer verfallen mögest, okay. Räusper. Sieht schön aus hier. Oh. Geil, alles nehmen. Wäsch mit dem. Oh, hast du gelutet? Wir können Bandagen, Erik. Geil. So, ne, immer Gammelpilz hier weg überall. Das hier sind noch ein paar Stoff, wenn ich die mitnehmen würde. Dürfen wir? Also, kriegst du keinen Schaden oder so? Nee, wieso? Okay, weil da irgendwie stand, wir sollen auf dem Weg so bleiben, dachte ich vielleicht, dass das. Achso, nee, nur weil. Nee, nur weil außerhalb des Weges sind sehr viele von diesen Zombies. Oder stärkere auch. Ah. Da hinten ist zum Beispiel noch einer, aber der hat wahrscheinlich Stuff dabei. Ich sollte hier nicht so weit raus. Ja, hier sind sehr viele von denen. Da sind zum Beispiel zwei. Beide kommen. Vorsicht. Geil. Wäsch mit dem. So. Gut. Oh, hier war doch mal ein Haus. Oh. Ist das auch Stoff? So, warte. Ah, okay. Gibt Holz, aber ganz ehrlich, ich lasse das liegen. Holz kriegen wir woanders noch mehr als genug. Da vorne konnte man irgendwie die Zeit wiederherstellen, stand da. Was heißt das? Ja, an dem Ding. Ach so, ja, die Zeit oben, das Miasma, den Timer, kannst du wieder resetten. Ah, ja, okay. Ich wollte gerade noch fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wieder da zurück. Okay, krass. Ich habe die verbraucht. Ups. Oh. Ich dachte mir. Oh mein Gott. Ich dachte, man kann es immer machen. Oh, das ist das falsche Ding. Warte mal. So. So. Ja, okay, ist verbraucht. Vielleicht kommt das später wieder.
Ach, und wenn nicht, was soll's? Naja, du musst aber auf deinen Timer achten, ne? Weil meiner ist misleading, glaube ich. Nee, also meiner hat sich gerade mit deinem, also als du das aufgedingst hast. Okay, das ist cool. Sehr cool. Ging das hoch wieder. Ich hatte schon ganz kurz ein schlechtes Gewissen. Aber dann war es wieder weg. Ich weiß gar nicht, welche richtig sind. Weiß ich, laufe einfach hinterher. Wenn es am Ende falsch war, sage ich, na toll, Erik. Ich glaube, wir sind falsch. Warte, Wolf, rechts. Sieht aus wie ein NPC-Dorf hier irgendwie. Alter! Oh, der ist ganz schön stark. Pass auf. Gewesen. Oh, das war ein Wach. Ich bin fast tot. Das war ein Wach. Holy shit. Guck mal, der hat ein fettes Halsband angehabt. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht rein, oder? Ich glaube, das ist noch zu high level für uns. Oh ja, Rotfels, ich erinnere mich dran, wir sollten da noch nicht rein. Das sollten wir erst. Ist das, ist das so ein NPC-Ding? Also so Gegnerbasis? Ja, und ich weiß nicht, hat er uns gesehen? Okay. Vielleicht sollten wir gehen. Erik? Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Wir gucken mal. Soll ich mal vorgehen und fragen, ob die an einem Kompromiss interessiert sind? Haben sie heute schon an Gott gedacht? Es gibt doch auch andere Lösungen als Gewalt. So. Sie riechen nach feuchtem Pilz. Boah, die Brücke oben sieht geil aus. Ja, das stimmt. Braylon. Braylon Bridge. Müssen wir vielleicht auf die andere Seite nach links irgendwo, weil die Brücke da ja auch lang geht? Oh, hier geht's lang, okay. Sieht gut aus. Apropos feuchter Pilz, ich wollte noch gar nicht duschen. Sag mal, Lukas, das ist aber... Also ist er wieder ausgetrocknet, der Pilz, oder was? Was mit dir? Achso, brauchst du eine Bandage vielleicht? Ich glaube, ich habe noch... Ja, ich habe zwei Bandagen. Ich hab auch welche, glaube ich, dabei, oder? Ah, okay. Nee, habe ich nicht. Aber macht nichts. Warte, eigentlich. Ja, ich brauche... Ach doch, ich habe drei Stück. Ich habe drei. Okay, cool. Nutzt die aber auch. Ich war jetzt schon so weit gewesen, weil das bei Mist auch so war, dass man die Sachen halt nur braucht, wenn man verletzt ist. So, das, okay, dann muss... Okay. Was liegt denn da Schönes? Ach, ein Lagerfeuer. Cool. Jetzt wieder. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden. Meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher. Ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante 5. Grades Braylon nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch im Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet Kate Hawthorne. Ich hätte gedacht, dieselbe Statur. Gezeichnet Brandon. Oh. Okay, wir sind durch das Miasma gereist, ne? Ich glaube ja, aber wir haben den Schlafenden noch nicht gefunden. Nee, ich glaube, ich ahne, wo der ist. In dem Turm? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, der Turm war was anderes. Wo geht's denn da oben hin? Können wir mal gucken. So. So. Schön hier. Warte mal, ich schnapp mir noch mal ein bisschen Gemüse hier. Hopp. So. Ja, ich glaube, das war der falsche Weg, Tobi. Scheiße. Warte. Wir sind mal wieder zurück. Oh, da können wir auch nicht hoch. Da brauchen wir den Greifhaken wieder für. Oh, ja, du hast recht. Die Straße ist blockiert zur Überquerung. Kampfmusik. Danke.
Ach, du bist die Kampfmusik. Boah. Du bist die Kampfmusik. Tobi, was ist denn mit dir immer? Dreckiges. Ich hab nach vorne geguckt, was du da vorne machst. Ich dachte, da kommt was. Boah. Dieser Trabbelmagnet einfach. Was ist da los, Tobi? Alter, wie der sich aber von hinten angeschlichen hat. Der alte Kackwolf. Ach, schön. Ich meine, fürchterlich, Tobi. Das war ja fürchterlich. Lass mal hier, oder? Den Wolf habe ich erstmal geeiwangert. So. Hast du erstmal ordentlich eine reingepochert? Ja, reingepochert, ja. Oh, es wird dunkel. Gut. Da hinten. Oh, warte mal, nachts sind hier Kollegen unterwegs, ne? Ist das ein Kollege hier, ne? Ich sammle den mal wegen Stoff und so. Ist okay, wenn ich durchsuche und die Miasma und Stofffetzen nehme? Weil ja, deswegen lasse ich die mal liegen. Super, danke dir. Warte, hier war noch Fasern, die sind sehr wichtig. Fasern, help me, send some guidance, from above. Where is the love? Oh, guck mal. Büsche können dich verbergen, wenn du dich drücke, dich C, um dich zu ducken. Ich wollte gerade sagen, der sieht aber sehr menschlich aus da vorne, ne? Ja, ist aber ein Gegner offenbar. Oh, der ist aber scheinbar sehr unmenschlich. Aber. Tobi, was machst du für Geräusche? Ich? Ja. Warte mal, ich probiere mal was. Oh, das sind mehrere. Das ist nicht gut. Vor allem, weil es Nacht ist. Ich sehe nichts. Lass mal hier vorne in die Fackel gehen. Der andere steht da vorne. Der hat gar nichts mitgekriegt. Was ist er denn für einer? Oh, warte. Erik, dein Freudentränchen ist ein bisschen zu kurz. Warte. Frohes Neues! Tuduk topo topo! Schnubbadubo! Schnubbadubi! Vorsicht, der ist Level 1. Tobi! Oh Gott! Weg damit! Das ist kein Problem hier. Oh, Metallschrott. Geil, wir kriegen Greifhaken von denen. Ach, das ist diese Erzmine hier, ne? Warte mal, wo ist denn der andere Typ hier? Okay, warte mal. Plündern. Brauchst du Licht? Soll ich mal vorbeikommen? Metallschrott und, warte mal. Oh. Warte mal. Hab ich eigentlich noch... Tobi, soll ich dir mal einen Heiltrank geben? Nö. Ich fress Beeren, alles gut. Ich hab zwei, ich teile dir natürlich. Ich hab einen Heiltrank. Achso, warte mal. Alles gut. Ja, ich will den noch nicht benutzen. Ich schenke ihn dir, Tobi. Bitte nimm ihn. Oh, das kommt von Herzen. Das war nett. Geil. Ich habe ihn gebraut mit Eigenurin. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht vorhin irgendwas zum Pinkeln gebraucht? Der hat in meinen Trank gepisst. Wer hat in meinen Trank gepisst? So, also, Die kommen aber scheinbar aus diesen komischen Dingern hier, ne? Wo wir auch rauskommen. Ich glaube ja. Warte, also ich glaube, es gibt so verschiedene Kammern und überall kamen Leute raus oder eben nicht. Und wir sind die Einzigen, die überlebt haben wahrscheinlich. Und deswegen sind wir so alt. Ah. Ja. Warte. Aber das macht uns in gewisser Weise auch weise. Ja, natürlich. Wir waren 50 Jahre in diesen Dingern drin, haben nichts gelernt in der Zeit. Das macht uns weise. Ja. Warte, noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz und dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte, Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel hält. Dass das Seelenkessel? Okay. Als ob mein Leben davon abhinge. Und das tut es wohl auch. Balthasar. Oh nein. Weißt du, wer ein Spalter war? Nein. Jens. Huch, hier ist er sehr dunkel. Oh, endlich noch ein Buch. Warte. Heureka. Bei den Erbauern. Ich habe es geschafft. Equilibrium. Das Objekt verwest nicht, unberührt vom unerbittlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar!
Weißt du, wer in Gibraltar war? Oh, no. Mein Seelenklempner Balthasar. So, hier ist aber. Oh, warte mal, wenn ich das richtig sehe. Warte. Ich hab dir gerade aus der Kiste, ich hab dir solche Flammenbomben, hab ich die Hälfte gegeben. Oh, geil, danke dir. Ja, Stoff. Lauter Stofffetzen, geil. Hat funktioniert. Ja, Stoff. Geil, tun. Hinterm Horizont geht's mit. Pflanzenphase, was? So. Okay, das haben wir. Wo ging's hier nochmal? Ach, hier ging's runter. So Schaden gekriegt? Nö. Okay. Ich glaube, das geht noch. Okay, aber hier sind auch nur zwei. Ach, die haben hier auch die Kapseln abgebaut, ne? Die Leute, die wir gerade weggeholt haben. Können wir die auch abbauen? Ich glaube, wir sind zu dumm dazu, oder? Obwohl. Wir machen zumindest Damage. Ja. Schön sieht das aus. Das sieht auch. Ich glaube. Weißt du, das aussieht, wenn man im Dunkeln dagegen schlägt, als würde man gerade irgendwie Musik hören und dann würde der Bass immer angezeigt werden. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir die kaputt kriegen, ne? Ich glaube, mit einer Steinspitzhacke wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich glaube, da müssen wir später nochmal wiederkommen. Bleib. Die Fackel könnte ruhig ein bisschen heller sein, aber ich glaube, da kommt vielleicht später noch was Besseres. Ja, oder so, dass man sie irgendwie nach vorne halten kann, dass es von vorne hin so heller wird, weißt du? Ja, das wäre auch cool. Hm. Okay, zu mir. Warte mal. Ah. Ich will da, glaube ich, nicht rein. Warte. Ich wollte das mal testen. Ich wollte das mal testen gerade. Holy. Okay. Das sind also Explosivfässer, okay. Oh, das sieht ja cool aus. Weiß ich nicht, ob das so cool aussieht da drin. Aber mal, Krypta der Erbauer, Schmied, da ist noch einer drin. Aber nur, ist das nur einer? Also einer steht da hinten an dem Ding und da ist auch noch eine aktive Kammer da drin, guck mal. Das ist bestimmt, finde den schlafenden Überlebenden, das ist der. Ah, also müssen wir sogar hier hin, krass. Okay, ja, wenn es nur einer ist hier drin, dann schicke ich mal ganz kurz den Paladikracher rüber, der wird schon sehen. Ja, komm her, du. So. Ich plündere eine Leiche. Schade, die bleiben nicht liegen. Warte, wir haben noch einen Brief. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in der Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthasar! Weißt du, in wen ich verknallt mal war? Oh, nein. So. Ist mir auch egal. Hä? Was? So, warte, soll ich, willst du? Nee, mach ruhig. Kann ich? Der ist doch schon dead, oder? Seele Oswald. Entdeckt. Oswald. Okay, Beschwörungsstab. Kohle bei Kohle. Brennofen. Woo! Ja, Tobi, Brennofen. Ja, ja. Erik, willst du mal meinen Beschwörungsstab sehen? Zeig mal. Fellbrustpanzer. Tobi, endlich kann ich was, tragen. Schade. Oh. Ich muss aber nicht, wenn du nicht möchtest. Oh, Metallplatten. Auch geil. Metallplatten. Und neuer Ort. Auf der Karte markiert. Ah, hier. Oh, Sachsen. Brücken. Es wurde Sachsen markiert. Rotfels, waren wir schon, das ist die Braden-Brücke. Hier ist unser Lager. Glutwacht, leider verfallen. Brückenbaubericht, okay. Okay. Und hier könnten wir theoretisch auch, wenn ich das richtig sehe, wenn es mal richtig langweilig ist, oder? Schutt. Oh. Geil. I should do it. So.
Geil. Kling, klang, kling, klang. Aber die Ausdauer ist immer noch sehr... Ja, oh. Man levelt auch, also ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, aber man levelt sehr langsam, kann das sein? Ja gut, wir pimmeln auch rum, ne? Schön, ne? Oh, okay. Ich hab hier nur noch Wasser gefunden, glaube ich. Hä, nicht effektiv? Steht das bei dir auch? Ah, okay, nee, never mind. Hast du woanders gegen geballert? Ja, gegen diese Steine hier. Ich Dummerchen. Tobias, bitte. So. Ach, guck mal, da kommt der Boden ja wieder zum Vorschein. Hä? Ach, geil, wir räumen sogar noch auf für die hier. Ja. Ich würde sagen, wir bringen die Kammer wieder in Schuss. Ja, in Schutt, sagst du. In Schutt, ja, wir bringen die Kammer wieder in Schutt. Ja. Oh. Schutz da, bleib bei deinen Leichen. Leichen wollte ich gerade sagen. Ja, passt aber auch, ich habe gerade einen Skeletonplatz gemacht. Oh. So, warte mal, was haben wir hier? Plündern? Was ist das? Stein, ach so. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du eine Karte mit M öffnen, um mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren. Rufe die Karte auf und wähle dein Zuhause aus. Okay, wir sollen. Ach, wir können jetzt die Seele beschwören. Lass mal nach Hause reisen. Also Tobi, nein, Tobi! Nein, Erik, was ist geschehen? Tobi! Oh, diese Ruhe. So. Tobias? Ich komme! Tobias? Tobias? Hey, bin da! Wow! Wow, Tobi, wie das machen kannst. So, mit der Flamme kommunizieren. Oh, Freundin schreiben, sagst du? Warte, sie sagt was. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Okay. Fähigkeiten. Altar aufwerten. Wir brauchen eine Miasma-Seele. Okay. Zurücksetzen will ich nicht. Stärke die Flamme. Dauert noch ein bisschen. Okay. Ah, aus Stofffetzen und Garn können wir Bandagen machen. Okay. Geil. So. Ich schau mal kurz ins Tagebuch. Oh, schön, Überlebende. Oswald Anders, der Schmied. Der Schmied Oswald Anders fertigt und verbessert Rüstungen und Waffen. Ja. Anders halt. Sieht zackig aus. Ich glaube, wir brauchen mehr Platz. Bringe mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Wir brauchen mehr Platz, Tobi. Vielleicht wirklich hier so verschiedene Stationen bauen? Hier nochmal so ein Häuschen hin oder so? Ja, für den Schmied vielleicht noch ein Häuschen oder so, ne? Genau, ja. Finde ich geil. Ich gehe Steine sammeln. Tobi, wo bist du denn? Ja. Nee, hä? Warte mal. Wo ist er? Wo ist denn hin? Hä, warte mal. Aber Alt. Drück mal Alt vielleicht. Nee. Hä? Oh. Wo ist er hin? Ich hatte hier noch gerade noch. Ich habe gerade einen Haken gebaut und dann habe ich den. Aber der ist einfach verschwunden aus dem Inventar. Bin ich dumm? Oh. Aber der war doch gerade noch da. Ich habe ihn noch gesehen. Oder ist er auf meinem Charakter jetzt? Ach, den habe ich jetzt da ausgerüstet. Okay, der ist jetzt auf dem Charakter, Tobi. Ich wollte eigentlich gerade an... Oder war ich noch gar nicht in dem Menü? Ich. Ich wollte gerade mich angeben damit. Tobi? Ja? So... Ich weiß, das ist an der Demo auch schon passiert, dass der einfach weg war und ich mich gewundert habe. Okay. Aber wie kann ich ihn benutzen? Warum steht da nicht dran, wie ich ihn benutze? Das wäre ganz praktisch, glaube ich. Ich guck mal kurz in Optionen. Warte mal. Einstellungen, Steuerung. Okay, warte. Tastatur, Mausbelegung. Lass mal kurz gucken, wie benutze ich den? Kampf, bauen, Benutzeroberfläche.
Ziel angewiesen, ausweichen, Aktionsleisten, Slot. Okay, ich kann ihn aber so benutzen wahrscheinlich. Tobi, ich bin gleich wieder da, ja? Ich guck mal kurz was. Ja, ja, ja. Ich will nur mal was checken gerade. Ich glaube, ich kann ihn nicht einfach so benutzen in der Gegend. Ich muss, glaube ich, dazu... Ist das weit weg, wenn ich das mal testen will? Oh, ist schon ein Stück, ne? Wäre nee, ja aber nice, wenn du den einfach so benutzen könntest, so wie bei Just Cause. Ja, das wäre so richtig, Fum. Das wird richtig geil. Fum. Aber ich glaube nur in diesen komischen gelben Dingern da, die wir gesehen hatten auch. Diese Leuchten. Okay. Ich mach dir vorher auch einen, wir prüfen das zusammen. Sonst bringt das ja nichts. So, was brauche ich für den zweiten Greif? Oh. Tja, wir warten noch mal ein bisschen. Mit dem zweiten warten wir noch mal ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Das ist eine gute Idee. Brauchen wir noch was? Ja, wir brauchen noch eine Miasmaspore, also 6 Garn, die kriegen wir hin. Aber auch noch einen Metallschrott. Wo Scheiße. Kriegt man die her? Metallschrott gerade da, wo wir herkamen. Problem ist, ich weiß nicht, ob die respawnen da drüben. Also Singleplayer war cool, weil man braucht die ganzen Materialien nicht zweimal, aber dafür waren die Kämpfe viel schwerer. Ja, wie bei Valheim halt, ne? Ja, genau, genau, genau. So, ich bastel mal einen Beschwörungsstab. Den haben wir jetzt. Warte, warte. Da ist er. Hier sind die Pflaumen hier drin. Beschwörungsstab bereit machen. Okay, Tobi? Ja? Ich fürchte, wir brauchen noch ein Haus. Ja, natürlich, klar. Ich sammle schon Steine. Oh, das hört man gern. Gut, dann... Ich lass mir das nicht zweimal sagen, wa? Dann, lass doch mal gucken. Welche Blockgröße hatte ich denn hier benutzt? Das weiß ich gar nicht mehr. War der hier, ne? Fundament, ja. Nein, das war falsch. Boah, die Ausdauer ist aber auch... Oh. Das ist aber schade. Oh. Hm? Man kann tatsächlich ganz einfach einen Keller bauen. Kann man? Ja. Man baut einfach ein Fundament, reißt es wieder ab und da ist dann ein Riesenloch im Boden. Wie mir auf keinen Fall passiert ist. Das, das ist ein Gerücht, Tobi. Glaub nichts. Oh, ich brauche mehr Steine. Ich gehe Steine holen. Tschüss. So. Ach. Oh, okay. Ich find's geil, dass Steine, wenn du Felsen abbaust, dann fällt ein Stein irgendwo hin, dass das Gras dann aber weg ist. An der Stelle. Oh, echt, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Das ist so ein geiles kleines Detail einfach. Feier ich. Pommes schreibt OW, vier Etagenlager incoming. Na, ich meine, wenn das so leicht ist, dann ist das wohl nicht schlimm, oder? Nö, ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Also ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Ja, ne, tob dich aus. Also. Ja. Ich würde es fühlen. Also ich finde Pommes Idee gut, die er jetzt in die Welt gesetzt hat, auf die vorher niemand, ne? Das war alles Pommes schuld. Nice. Gut. Ja. Toll Pommes. Oh. Zeig den Entwickler mal, wo deren Grenze ist bei der Framerate. Mal gucken, wie tief die Map so geht. Oh no. So. Ja, nee, Pommes, brauchst du jetzt gar nicht so fragen. Toll, Pommes. So. Okay, das sieht gut aus. Dann hau ich den Stein erstmal weg und dann gucken wir mal. Ich würde den Keller lieber bei uns im Wohnhaus machen hier, wenn ich ehrlich bin. Oder? Komm jetzt nicht so rum. Pommes, das war deine Idee. Ich kann da überhaupt nichts für. Was hat das Spiel für Barrierefreiheit-Einstellungen? Kamerabewegung während Untätigkeit haben wir hier. Dynamische Kamerabewegung reduzieren, Bildschirm wackeln und Icons für Seltenheit von Gegenständen anzeigen. Warte, Handwerk, ja. Warte. Ach ja, wir müssen das ja da machen. So. Herstellen, reparieren. Große Steinblöcke. So. Hervorragend.
Dann hier einmal weiter. Oh, da geht ja auch ein Weg, ne? Hier ist ja der Pfad. Eigentlich wäre hier eine Tür auch ganz cool. Hm. Okay. Dann einmal mit Tab aufrufen. Dann hier. Ich würde mal, also wenn niemand was dagegen hat, würde ich, glaube ich, mal die Machbarkeit des Kellers testen. Ja, mach mal. Mach also nur aus Neugier, ob das wirklich so funktioniert. Tob dich aus. Obwohl, ich mache das später. Ich mache jetzt erstmal einen Schmied. Wir machen das später im Lagerhaus, oder? Ja, können wir auch, ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du die kleine Kiste hier mal wegräumen? Also umräumen? Das Stuff rausnehmen und so? Kann ich machen. Haben wir schon irgendwo eine neue Kiste? Nö. Du müsstest eine zaubern. Was passiert, wenn ich den Block wegnehme und wieder hinbaue? Okay, das Gras bleibt komischerweise da. Und wenn ich jetzt da drauf baue und dann wieder wegräume? Angenommen, nee. Okay, die Wand ist da. Das ist wieder Fundament. Ich muss mal kurz was gucken. Ist alles Fundament links, ne? Dächer, sieht auch aus wie Treppen, okay. Und hier sind einfach so Kästen. Okay, wenn ich den jetzt baue und dann wieder wegbaue. Ach, man kann die Kisten aufheben und hat sie dann im Inventar. Oh. Oh, cool. Das ist nice. Das ist echt nice. So, warte, das funktioniert hier irgendwo. Aber das Gras ist weg, ne? Okay, das Gras ist weg. Was? Nee. Tobias, das Gras ist weg. Wer ist es gewesen? Das kann doch nicht. Wer ist es gewesen, Tobias? Was für ein Scheißtag. Warte mal, 4 Meter, 2 Meter. Wo war denn Fundament schon wieder? Ach, ich bin da hinten noch irgendwo. Da, Fundament. Nein, ich habe schon wieder keinen Stein mehr. Wie kann man denn so viel Stein verbraten? So. La 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 la. Wächst Stein eigentlich nach? Ich weiß, hier in der Kiste ist noch, ne? Also muss ich loslaufen. Achso. 293. Ja gut, dann da würde ich auch. Ich sammle trotzdem, wir brauchen ihn ja eh. Ja. So, der wird ja jetzt nicht schlecht. Ich hau immer einmal zu viel, das ist doch nicht wahr. So. So, wunderbar. Oh. Zur Map im Early Access. Bislang sind nur 40% der später angedachten Gesamtgröße verfügbar. Oh, wie viel Prozent? Okay. 40. Oh, na klar. Denn die Map ist ja auch viel zu klein. Holy shit. Oh Gott. Wird das auch wieder so ein Lifetime-Projekt? So. Crazy. Huch. Aber ich bin echt, also dafür, dass das Early Access ist, bin ich schon begeistert. Das Spiel läuft super stabil, es hat fast keine Bugs. Wir haben bis jetzt eigentlich nichts so wirklich gehabt, ne? Die Demo war auch schon geil. Also im Grunde genommen, das, was wir jetzt spielen, ist alles schon eine Demo gewesen. Echt krass. Ja, das ist schon sehr geil. Wie immer die das gezaubert haben, Tobi. Ich weiß es nicht. So. Die werden sich doch bei der Entwicklung nicht etwa angestrengt haben. Bitte, was? Das macht man doch heutzutage gar nicht mehr. Das sind doch Programmierer, die sitzen den ganzen Tag nur mit Kaffee und Kippe vorm PC. Die sollen sich mal einen richtigen Job suchen. Oh nein. So. Nicht die Nummer, bitte. Was passiert eigentlich, wenn man sich in so einen Felsen reinhaut? Kriegt man dann auch Fels? Also wenn ich mich jetzt hier... Oh, Erde und Stein. Okay. Geil, ich habe sofort einen Echo-Effekt. Okay, und hier. Ja, das ist auch cool gemacht. Das ist so super geil. Und hier kriege ich jetzt Stein. Ich würde gerne wissen, wenn ich das jetzt hier unten wegbaue, fliegt da oben dann der Rest in der Luft oder? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass hier was Physikalisches ist oder so. Ich weiß nicht genau. Also Physik-Engine meine ich. Ich glaube, wenn, hättest du die Physik wahrscheinlich schon beim Hausbauen gehabt, oder? Ich glaube auch. Aber wäre mal interessant.
So, also man kann quasi überall terraformen, wo man fröhlich ist. Ihr könnt hier die Erde abbauen, ihr könnt euch Höhlen irgendwo reingraben, ihr könnt auch eure Flamme irgendwo reinsetzen in eine Höhle, die ihr gebaut habt, dann bleibt es auch so. Ja. So. Ein Träumchen. Obwohl ich weiß nicht genau, ob man die Flamme in eine Höhle reinbauen kann. Aber dann soll sich nicht zurückentwickeln, zumindest. Wir müssten das alles mal probieren, Toni. Also noch habe ich so. Bei diesem setz dich zurück, weil also dann die Bäume sind. Oh doch, die Bäume sind nachgewachsen? Nee, warte mal. Hm. Nee, die sind nicht nachgewachsen. Nee. Schade. Jemand meinte, die wachsen nach, wenn man reloggt. Also wenn man neu einloggt. Okay. So. Aber genau weiß ich es auch nicht. So, warte. La 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 la. So. Und schon kommt Höhlenmusik. So. Ob ich bis zur anderen Seite komme? Ja gut, ist schon Klopper, ne? Was denn? Haben natürlich einen Berg gebaut. Ist aber nur ein kleiner. Ist jetzt keine kein Seven Days Tunnel. Weißt du noch? 7 Folgen lang. Oh, ja. Und dazwischen immer die Zombies, die von überall kamen. Oh. Boah. Junge. Aber es war ein bisschen geil. Ich fand es auch ziemlich cool. Vor allen Dingen einfach, war der im Grunde genommen Podcast-Folgen. Ja, total. Und wir sind mit unserem Auto in die Base reingekommen, auf den Parkplatz oben. Das war schon cool. Das war ziemlich cool. Das war voll geil. Good times. Die letzte 7-Days-Staffel war mega. Ja, fand ich auch. Und ich fand auch unsere Bude geil. Ja, vor allem beim Blutmond halt, ne? Das ist schon ein bisschen unverschämt gewesen. Es war nicht mehr sehr herausfordernd, ja, ich verstehe das schon, aber ja. Nun gut. So, mal gucken, wir müssen gleich durch sein. Genau, die Plingploing folgen. Oh Mann. Hä? Und nachher buddel ich in die Tiefe und. Das sieht irgendwie cool aus. Tag 723. Ich sehe Tageslicht. Oh. Mir ist schon ein Bart gewachsen. Oh nein, die Spitzhacke ist kaputt. Oh nein. Gut, ich habe ein riesiges. Wenn es mal eine neue Staffel gibt, bitte nicht die Random Map vergessen. Tobi, ich habe ein riesiges Arschloch gegraben. Das ist schön. Womit verbringe ich meine Lebenszeit? Ich glaube, es ist Kunst einfach. Es ist Kunst. Nee, ist schön, Kunst. Erik, freut mich. Ist toll, toll. So. Was du hier so baust, ich finde das nice. Ja, das sagst du nur, weil du es nicht gesehen hast. Ich gehe mal wieder schnell nach Hause. Ich kenne dich doch mittlerweile. Ich merke mir mal, wo das Arschloch war und dann werde ich später noch ein bisschen weiter ausdehnen. Was? Warte mal, was? Frag einfach nicht, bitte. Was droppt das A-Loch denn? Ja, offenbar weißhaarige Männer. Myzelbewachsener Block. Oh, Tobi. Geil. Oh, ich hab diese Pilze hier abgebaut. Sehr cool. So, Wenn ich einen in der Hose habe, will ich auch einen in der Tasche haben. Erinnert mich an Peter Pilz. Was? Tobi, das verstehst du nicht. Nee. Will ich das verstehen? Nein, das möchte ich nicht verstehen. Sei froh. Kann mir der Chat mir das erklären? Oder? Er sollte es nicht tun. Das war, glaube ich, ein Ableger von Leisure Suite, Tobi, ne? Vielleicht erinnerst du dich jetzt. Was? Oh Gott. Was denn? Das ist immer noch halt. Tobi, was? Nuschelst du deinen Bart? Nee. Was ist denn mit dir? War das Game Dev Tycoon war das wahrscheinlich, ne? Mad Games war das. Mad Games Tycoon. Ja, okay, alles klar. Ich frage aber nicht weiter. Es war sehr schön. Wir alle haben die Spiele mit dir genossen. Genauso wie dass ich der fette Wal in deinem Palworld Let's Play bin, ne? Hä? Was? Tobias, was? Wie kannst du denn jetzt. Oh, guck mal, jetzt hat er schon wieder die ganze Kiste leer gegessen. Ich bin's, Erik. Hä? Weil er wieder Heißhunger hatte. Da kann ich doch nichts für.
Hä? Tobias! Tobias, bitte! Dann auch noch Merch rausbringen, wo der Wal ganz vorne drauf ist, ne? Ja, aber ich durfte die Augen nicht links und rechts so weit machen. Wegen Copyright-Infringement, Tobi. Stell dir das mal vor, wie hart das für mich ist. Das wäre schon ziemlich hart, wenn man von Palworld ein Copyright-Infringement kriegt. Ja, gut, das wäre, ja gut, das muss man hinkriegen. Das wäre schon ziemlich bitter. Oh, das wäre bitter. Und Nintendo steht daneben, was ist passiert, hä? Ach, oh. Schön. Geil. So, wie kriege ich denn jetzt so vielleicht und dann wegräumen? Ah, das könnte klappen. So. Oh, warte. Ja, das funktioniert. Ich stempel das hier einfach sauber aus. Cool. Cool. Geil, das ist wirklich cool. Geil, dass das geht. Viele geile Features. So. Dann einmal hier. Da. Da. Klingt ein bisschen indisch. Bubda. Eine Bubda? Mein Name ist Bubda. So. Okay, dann hier hin. Dahin. Dahin. Okay, das kriegen wir hin. Mit einer Spitzhacke kriege ich das niemals so sauber hin. Das mache ich nicht. Außerdem habe ich hier was vor. Wenn das da drüben der Schmied wird, dann, warte. Und gegenüber Pete? Ja, den Witz habe ich jetzt extra nicht gemacht, weil ich ihn immer bringe, wenn ich einen Schmied baue. Ja, aber deswegen bin ich ja jetzt dabei. Ja. Pete Schmied. Ja, geil. Ja, ja. Geil ist auch Pete schmiert, ne, wenn er sich ein Brot macht oder so. Auch nice. Ehrlich gesagt, das hört sich nicht nach Brot an. Es tut mir leid, aber... Hä, woran das, denkst du denn jetzt schon wieder? Das hört sich irgendwie ganz wrong an. Ich weiß es nicht. Oh Gott. So. Da mach mal einmal mal einen nicht schmuddeligen Witz, weißt du? Ja, warte. So. Und jetzt lass mal gucken, ob wir hier nämlich ein Lager hinbauen können, wenn ich jetzt in die Tiefe gehe. Was war das? Was denn? Oh, ein Glühwürmchen. Oh. Wurm. Okay, das ist ziemlich cool. Ich frage mich, wie tief das geht. Das ist ziemlich cool. So. Erstmal das Ganze, erstmal hier die ganze Fläche untergraben. Ich habe, glaube ich, eine Höhle gefunden, wo wir zusammen mal reingehen müssen irgendwann. Ja, okay. Ja, das klingt cool. Geil. So, und jetzt, warte. Voll geil. Tobi, ich glaube, ich bin verliebt. Oh, warte, ich komme sofort. Das Bausystem ist der Shit. Ja, das war vorhin, sah das schon ziemlich cool aus. Schneckche, ich bin der Fleischinator. Das ist voll geil. War ein Stück Erde in der Luft, aber ist egal. So. Oh, ups. Ich weiß noch nicht genau, wie ich hier wieder rauskomme, aber es wird schon irgendwie gehen. Oh nein. Was denn? Bei uns ein Swimmingpool, Tobi. Oh, geil. Oh, schön. Erstmal schon die Füße reinhängen, wenn es heiß ist. Ich würde wirklich gerne wissen, wie tief das hier geht. Oh, das wird ziemlich tief gehen. Ich erinnere mich gerade, als ich die Demo gespielt habe, da waren wir auch in so einer Höhle drin, die ging richtig tief runter. Oh, boah. Hallo. Voll geil. Guten Tag. Das ist ja mega. Voll gut. Sieht echt aus wie ein Pool. Ja, ne? Also theoretisch, ich glaube, ich weiß natürlich nicht genau, wie tief ich bauen muss.
um ihr Anschluss zu finden quasi. Das ist ziemlich cool. Wenn ich jetzt... Kann ich denn hier... Kann ich hier unten rein? Wieso geht er nicht weiter unten? Doch, jetzt geht er weiter unten rein. Okay. Geil. So. Und theoretisch, also ich, wie gesagt, ich kenne die Physik-Engine hier nicht, aber theoretisch kann man doch jetzt das ganze Lager untergraben im Keller, oder? Also man kann sich auch jetzt... Ich meine, wir sollten es vielleicht erstmal bei einem Haus probieren, nicht, dass doch irgendwann alles zusammenbricht. Hm. Weißt du, was ich meine? Nicht, dass wir jetzt hier drunter bauen und dann macht es irgendwann... Ja, verstehe ich schon. Tobi macht einen Deckel drauf. Ja. Oh, warte, ich muss kurz mit den Hunden raus. Ja, wie willst du da eigentlich rauskommen? Ich habe keine Idee, Tobi, aber darum geht's hier auch gar nicht. Ach so, ja, okay. Okay, die Ästhetik muss stimmen, sagst du. Ja, und Leute, ich nehme das Fundament in der Größe, weil ich das hier genauso groß baue wie die anderen Seiten auch. Das muss alles symmetrisch bleiben. Wenn ihr es anders machen wollt, macht es gerne anders bei euch. Ja, aber ich mache das so, wie ich das mache. So. So. Tobi! Tobi, Hilfe! Oh, ich gehe Käffchen trinken, ne? Kommst du runter, machst du mehr Räuberleiter? Schrei bitte nicht so laut. Ich Tobi! Möchte entspannen. Tobi! Ah. Tobi? Das ist gut. Aber Tobi. Lecker Käffchen. Oh, der war, glaube ich, auch falsch hier, ne? Das muss dahin. Ja, der war falsch. So. So wird es schön gerade. Und theoretisch. Könnten wir dann hier unten hier so eine Tür bauen und dann weiter rausgehen. Also in die andere Richtung wieder. Ist schon nice. Voll geil. So. Okay, fängt an zu hallen. Wir bauen hier unten einen Streamingraum. Hier gibt es aber keine Überfälle, oder? Von Gegnern? Ich hoffe es nicht. Ja. Was ein bisschen schade ist, dass wir dafür bereit wären. Was ein bisschen schade ist, dass man den Fels nicht kriegt, den man hier abbaut. Wenn man da so reinbaut, ja, ne, müsste man, ja, eigentlich einen, man müsste eigentlich einen Stein kriegen. Aber vielleicht wäre es dann auch zu einfach. So. Ist das tief genug? Ich hab hier ehrlich gesagt keine Vorstellung von Höhen oder so. Die Wand hätten wir. Kannst du die Frage noch einmal wiederholen? Warte, ich würde mal gerne... Okay, das hier wäre das Fundament, ne? Also angenommen. Ich probiere mal was gerade. Wo ist denn... Da. Ist das jetzt richtig oder? Shit. Oh Gott. Was denn? Nothing fails matters. Oh Gott. Es tut schon weh manchmal. Nee, das muss einer nach links, ne? Das müsste eigentlich noch einen tiefer rein. Das ist mal 3x3, oder? Müsste da hin. Ja, okay. Da sitzt es wieder. Okay, warte. Ich will gerade mal was testen. Hast du mir den gerösteten Maiskolben gegeben? Nee, wir haben selber am Feuer gesessen und Sachen geröstet, glaube ich. Ah, dann habe ich den daher wahrscheinlich. Ja, das kann sein. So. Ich finde, ich sollte nicht direkt am Anfang so übertreiben. Naja, übertrieben ist ja so relativ, ne?
Wir sollten vielleicht erstmal, aber ich wollte nur die Machbarkeitsstudie haben. Und ich glaube, wir müssten theoretisch noch ein bisschen zwei Wände. Ja, wir müssten noch ein bisschen tiefer, ne? Oder? Oh, boah, nee, warte mal. Guck mal, wenn wir jetzt hier, da. Oh nein, das hat in die Wand gebaut. Das wollte ich gar nicht. Das passt eigentlich perfekt. Hilfe, Tobi, wie komme ich wieder raus? Was macht der Mann da? Ich wollte nur mal gucken. Das sind zwei Wandhöhen, die ich jetzt hier gebaut habe. Das heißt, wir können einen doppelstöckigen Keller machen. Ich wollte gerade, hast du jetzt direkt doppelstöckig gebaut? Nein. Nein. Was ist denn mit dem? Hä? Ich wollte nur mal gucken, ob das funktioniert. Aber musst du nicht noch die Wand in der Mitte mit einberechnen? Welche Wand in der Mitte? Also als Decke quasi? Oder kannst du das einfach so an die andere Wand kleben? Muss das nicht zwischen... Das kann ich einfach dran kleben, das geht schon. Ich kann Ja, ich kann dir so hochbauen, wie ich fröhlich bin. Hä, warte mal. Das ist natürlich... geil. Hä, warte. Oh nein, so. Ich dachte, 5 Etagen war das Ziel. Also, nein, sag wieder, jetzt erinnere ihn doch bitte nicht dran. Yeah! Alter, wie tief ist das denn? Das sieht halt aus so ein bisschen wie so ein Massengrab gerade. Ja, ein bisschen schon. Junge. 20 Minuten später, Gronkh kämpft gegen den Balrog.